Was machen Wintersportler wie die Rennrodlerin Julia Taubitz eigentlich im Sommer? Es gibt Damen, mit denen kann man über das Gewicht sprechen. Über das von Sportgeräten. Wie schwer ist eigentlich so ein Schlitten? Das wollte ich noch mal immer, fragen. 24,8 Kilo. 24,8. Na, wir haben heute mal ein Sportgerät von ungefähr 12 Tonnen für dich bereit. Skipper Heino Brand trifft auf Rodelweltmeisterin Julia Taubitz und ihre Trainingspartnerin Nathalie Mark aus der Schweiz. Einmal vorwärts, Julia. Gang drinnen lassen. Und wenn du lenkst, tut das Boot wie beim Auto nicht sofort das, was es soll. Ja. Ist das beim Schlitten genauso? Nee, dann reagiert er sofort. Relativ zügig, ja. Sie schipperten über ein halbes Dutzend Seen ohne Bandenberührung. Passive und aktive Erholung wechselten sich ab. Die neue Saison kann kommen. Hi.